Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zockt. Heute zocken wir wieder City Skylines mit einem argen Problem unserer Forstwirtschaft, was jetzt irgendwie erst ersichtlich wird. Ich weiß noch nicht warum. Denn wir brauchen hier ganz dringend eine Polizei. Wir haben aber kein Geld und es sieht auch gerade nicht ganz so gut aus, weil uns die Industrie hier halt verlässt. Dementsprechend beißen wir einmal in den sauren Apfel und gönnen uns einen Kredit. Wie viel brauchen wir überhaupt? Für eine Polizeiwache müssen wir 12.000 bezahlen, H minus 8.000. Also reicht der hier schon mal nicht mehr aus. Wir müssen den 60.000er nehmen. Okay. Geht nicht anders. Dann setzen wir doch hier auch mal direkt die Polizei hin. Und dann sollte sich das hoffentlich sehr schnell wieder regeln, dass wir hier keine Probleme haben werden bezüglich der Kriminalität. Also es ist hier schon unheimlich viel verlassen worden an Gebäuden. Das zum Glück nicht. Also Müllabfuhr funktioniert noch. Weil ich mir die Frage stelle, was hier. Also, bei diesen Recyclinghöfen, okay, da kann man sich erst dann noch denken, was man sich denn da so alles wegholt. Aber auf so einer richtigen Müllhalde, was will ich denn da klauen? Na gut, Kriminalität, ich könnte hier auch irgendeinen Scheiß einfach hinschmeißen. Ja, das geht auch. Ja, müssen wir jetzt einfach beobachten. Also wenn die Polizei schon mal los. Vielleicht regelt sich das Ganze ja jetzt hier. Wir haben 26. Ja, noch 22 Mal, dass sich darüber beschwert wird. Die Rotkehlchen-Residenz. Wo ist die denn? In Großfischdorf, okay. Ja, hier bräuchten wir offensichtlich auch nochmal eine Polizei, haben wir schon festgestellt. Jetzt könnten wir die hier hinsetzen. Das wäre, wir könnten die immer nur in eine Richtung ausrücken. Erstmal nach dahin. Gut, die könnten jetzt natürlich drehen. Oder wir setzen die hier vorne eher an die. Weil hier oben haben wir ja schon eine. Ja, wir setzen hier direkt mal die Polizei hin. Wir müssen hier uns nochmal um ein Müllproblem kümmern. Und offensichtlich können wir hier den Müll nicht abholen. Hier reicht es gerade noch so. Und hier unten. Ja, und hier hinten auch nicht mehr, genau. Okay, die Straße können wir nichts setzen. Da müssen wir die Straße mal anpassen. Hier noch Müllverbrennung. Wieder noch Strom erzeugen und wir kriegen 48.000 verarbeitet. Die ist einfach irgendwann voll. Hier müssten wir ja 100.000 haben. Okay, lassen wir erstmal ein bisschen laufen, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Obwohl, jetzt ist es gerade hier weg. Die Müllabfuhr, die fährt hier unten ja lang. Sonst hätte sich das hier alles schon viel früher mal ergeben. Okay, also erstmal wieder auf Normalgeschwindigkeit. Gucken einmal jetzt hier hinten. Ja, das sieht auch schon wieder deutlich besser aus. Gut, sind immer noch einige verlassen. Okay, aber das hier läuft deutlich besser. Jetzt gehen wir mal hier hinten wieder hin, schauen uns das Ganze nochmal an und sehen hier einen fürchterlichen Stau auch hier runter. Er kann natürlich auch hier mit dem Bahngang ein bisschen zusammenhängen. Und dass die ganzen hier immer erst anhalten, bevor wir anfangen abzubiegen. Aber warum?
Hatten wir hier nicht schon eingerichtet, dass sie, hallo. Ja, mach das auch einfach mal direkt. Also reinfahren. Aus der Richtung lassen wir das mal sein. Dann geht das hier vielleicht etwas schneller. Verkehr hier etwas besser abfließen kann. Das müssen wir mal. Ja doch, gefühlt geht das schon auf jeden Fall schneller. Gut, jetzt haben wir hier aus der Richtung wieder weniger. Jetzt kommen hier ein paar. Kann man hier auch aus dem Industriegebiet teilweise. Möchtest du hin? Alles nicht so optimal, wie man es bauen könnte, höchstwahrscheinlich. Aber gehen wir einmal hier ran. Dazu reißen wir die Straße hier einmal ab. Und fangen an, hier mit einer Einbahnstraße zu hantieren. Und was haben wir hier so? Eine normale Einbahnstraße. Brauchen wir eine zweispurige? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich würde sowas hier reichen. Was haben wir hier? Lane Alley. Ja, da möchte sicherlich keiner mit dem Fahrrad vorbei. Okay, dann werden die hier so schön lang geleitet. Hier rein. Und von hier geht es dann einfach in den Kreisel. Müssen wir gleich wieder gucken, wie wir das da einfädeln lassen. Also ist relativ lang, ne? Diese das Ganze, diese Zufahrt von da hinten. Vielleicht sollten wir von hier aus das Ganze doch kurzfristig auf 2 ausweiten. Ganze so. Dann werden wir das da wegnehmen. Und die nach links hinzufügte Breite aus. Straßenbreite. Okay, das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Gucken wir gerade nochmal. Okay, bevor wir jetzt hier unnötig Geld rausballern, bauen wir das Ganze einfach mal selbst. Muss ich einmal rausgehen. Haben wir das hier noch? Ja, das haben wir noch raus, deswegen. Ja, aber ich möchte nicht am Netz ansnippen, ne? Können wir denn da ausgehen? Hat doch eigentlich nur 45er, ne? Das sehe ich, wenn wir da 145 rausgehen. Machen wir mal. Und von hier aus. Ja, machen wir mal so. Wir müssen das gleich noch ein bisschen anders ziehen dann.
Dann kommen wir hier auch rein. So, jetzt ziehen wir nicht das hier. Kannst du hier wieder auf Linie ziehen, dass es hier gerade ist. Ja, das müssen wir mal so lassen. Können wir vielleicht doch eher so machen. Okay. Das machen wir auch mal hier eher gerade. Machen wir da zurück hier. Hier im besseren. Nicht ganz so eine spitze Ecke da drinne haben. Wo haben wir jetzt denn hier den? Da ist der Punkt. Den richten wir mal. Den. Komme ich hier nicht ran? Doch, den richten wir daran aus. Sieht auch dann ganz brauchbar aus. So, machen wir wieder alles an. Das nehmen wir raus. Brauchen wir gerade auch nicht. Und hiermit können wir dann ja, wollen wir direkt hier parallel das Ganze zurückführen. Hier einfach entlang. Dann hier hinten wieder rein. Oder gehen wir hier unten rein. Ne, hier unten nicht rein, weil dann würden die ganzen, die von hier kommen und wir rein wollen ins Industriegebiet, nicht durch den Kreisel fahren. Was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre. Aber, ne. Ah, wir drehen da einfach mal relativ. Dann so weiter. Ja, richtig schön rund ist anders. Aber erstmal passt es. So, wenn wir jetzt hier hinten raus wollen, an der Stelle. Ah, so ungefähr. Das eiert da so vor sich hin dann. Das ist nicht das, was ich eigentlich haben möchte. Die Straße war das hier. Nee, das ist nicht so richtig. Ja. Er ist auch nicht gerade. Die ganze Straße nicht gerade? Natürlich dann. Wo hat er denn da jetzt angesnappt? Ja, die ganze Straße ist doch hier nicht gerade. Na doch, in die Richtung schon. So, das passen wir gleich nochmal an der Stelle. Was haben wir hier? Ja. Müssen wir auch noch anpassen. Das Ganze etwas schöner hier rüber geleitet wird. Ja, alles Käse. Also richtig schön wird das nicht. Wird schon so passen. Mal gucken, was überhaupt gebraucht wird. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist einmal das hier
von der Richtung her ändern. Ja. Sieht auf den Sofa erstmal ganz gut aus. Und wir wollen von hier wirklich nur nach links und hier dürfen wir nur dahin fahren. Wir können das Ganze auch nochmal grafisch festhalten. Dass wir das so machen. Und hier noch eine Füllung. Dem Knoten da. Warum macht das denn nicht richtig schön rund? Das gefällt es eher nicht so. Wenn ich von hier nach hier eine Linie ziehe, dann macht das die richtig schön rund. Bei der Füllung hat das nicht gemacht, aber brauche unbedingt die Linie vorher. Ach komm. Ah, er braucht die Linie. Okay. Hier können wir dann wieder die Winkel nehmen. Wir haben nur eine Fahrtrichtung quasi. Und invertieren das genau so. Und dann sollte relativ klar sein, was hier passieren soll. An der Stelle. Ja. Sieht doch so ganz brauchbar aus. Genau, hier ist es denn ja. Also hier drinnen können die gar nicht mehr wechseln. Das ist sehr gut, weil das heißt für uns, wir können dann von hier nach hier die Linie durchziehen und müssten die nur ein bisschen breiter machen. Dann auch schauen, was hier genau drauf liegt. Da passt es jetzt. Ist nicht ganz. So müsste das so grob sein. Und dann haben wir das ja hier recht strikt getrennt. Haben wir denn hier noch? Ja. Mit einer Kreuzung kein Wechsel. Haben wir hier nochmal? Haben wir es offen gelassen? Genau. Ja, fahrt einfach wie ihr wollt. Ich glaube, das ist an der Einfädelung ist nicht ganz so interessant. Lassen wir laufen. Gucken, was jetzt passiert. Okay, einige müssen erstmal umdrehen. Er nutzt schon mal hier hinten den Weg darum. Ach, da, der Grüne auch schon. Müssen wir einfach beobachten, ob das hier irgendwie gut genutzt wird. Könnte natürlich hier auch noch Industrie ransetzen. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. So, der soll dahin ausgerichtet sein. Dann noch ein bisschen zurück. Hier auch. Hier können wir ruhig machen. Okay, und dann müssen wir hier auf jeden Fall malen. Doppelt durchgezogen. Dann so. Obwohl, wir brauchen nur die einfach durchgezogene. Die auch anders lösen können. So. Und die hier. Ach, machen wir es hier doch anders. Machen wir die hier hin. Und sagen hier schon, dass die hier rüber müssen und die dürfen auch nur geradeaus fahren. Und dass wir quasi hier vorne auch schon
Ja, das machen wir nochmal anders. Das müssen wir nochmal genauer anschauen, wie wir das hier am besten dann. Da weg. So, am besten dann lösen können. So, die Linie gibt es nicht. Dafür gibt es dann doch wieder die Linie. Und wir haben dann die Füllung. Hier auf diese Art und Weise. Wie wäre die hier angeordnet? So, ne? Grob. Irgendwie der Leitlinien. Oder doch als Winkel, aber ein Winkel ergibt hier wenig Sinn. Nee, wir machen das als Streifen und dann so. Sieht so ja ganz brauchbar aus. Müssen wir hier nur noch klar festlegen. Von hier dürfen wir nur in die beiden Richtungen. Und von hier, ja, theoretisch könnten die auch wenden. Das dürfen die aber nicht. Das halt so geführt werden. Okay, funktioniert das? Wir haben jetzt hier keine Vorfahrtsregelung für die Kreuzung, ne? Ihr habt Vorfahrt. Ihr habt Vorfahrt achten. Und in der Kreuzung. Ja doch, ihr dürft auch so reinfahren. Ihr nicht. Vielleicht muss man doch gucken, wenn die meisten hier rein wollen, das können wir uns ja gerade mal anschauen. Jetzt hier lang fährt. Ja, einige. Warum? Warum so? Warum fährst du nicht diesen Bogen hier unten? Einige wollen wieder doch hier rein. Dann könnte man unter Umständen doch hier unten das einführen. Ja, lass uns einfach mal ausprobieren, ob das in irgendeiner Hinsicht was bringen wird. Wenn wir das Ganze hier nochmal aufteilen, dann vielleicht ein paar doch den Weg hier unten lang wählen, wenn die wieder ins Industriegebiet wollen. Ja doch, jetzt kommen die ersten, die es gemerkt haben, dass man auch hier unten lang fahren kann. Wo bremst er schon wieder? Gut, ob der Verkehr jetzt besser fließt, weiß ich nicht. Sagen wir mal so, so richtig glücklich bin ich mit der Lösung noch nicht. Aber geben wir den ganzen Mal etwas Zeit, sich überhaupt erstmal zu entwickeln.
Es fahren nämlich oben alle durch. Kommen aus der Richtung. Aber das geht ja. Also war glaube ich ganz gut. Oh, hier mit den Einfädeln, dann diese lange Warterei. Hier wieder ein Zug an. Und schiebt auch wieder raus. Ah, so geht's ja eigentlich. Also wir haben immer hier kontinuierlichen Fluss hinein und auch wieder hinaus. Also insofern mehr kann die Station hier vielleicht auch gar nicht. Der Rückstau hier, der hält sich auch in Grenzen. Das ist, glaube ich, alles soweit im Rahmen. Hier muss man jetzt schauen. Da kreise ich hier auch wieder entspannter. Das sind sicherlich immer so ein paar Stoßzeiten, wo man hier gucken muss. Ja, wir fahren auch gleich hier nach links. Aber wo möchtest du denn hin? Bist du nicht eben erst Besitzer Güterbahnhof und er möchte. Ah, doch, hier unten hin, okay. Ah, diesen Weg, den fährt fast keiner. Okay, es gibt offensichtlich Fußgänger, die diesen Weg nutzen. Aber das war's dann auch schon. Ja, hier vorne. Noch mehr? Ja doch, ein paar Fußgänger gibt es hier, die wirklich todesmutig hier vorne über die Kreuzung laufen wollen. Vielleicht sollten wir hier auch mal ein Bussystem installieren. Dass wir da auch noch den ein paar mehr Arbeiter hinbekommen. Was haben wir hier? Warum ist dieses Haus verlassen worden? Warenmangels wurde das Haus verlassen. Okay. Ja, und hier auch. Aber warum? Wir haben doch Industrie, wir haben auch die Bahnhöfe, also theoretisch müssten da die LKW auch ankommen. Und okay, ich sehe gerade die Zeichnungen hier auf dem Boden sind natürlich jetzt Käse. Nehmen wir einfach mal alles weg. Seit wann ist das denn diese Straße hier? Das ist auch nicht richtig. Okay, ich muss das dringend mal anschauen. Vielleicht spielt da eine Mod mit rein, dass wir hier auch nicht mehr diese Überlandstraße haben. Das sieht ja hier vorne auch Käse aus. Ja, das geht so nicht. Okay, wäre schade, wenn das hier nicht funktionieren würde mit dem Fine Road Tool. Wobei ich halt auch nicht weiß, ob wir das unbedingt brauchen. Das klang auf jeden Fall ganz nett. So, wieder Standardwert einstellen.
dass man hiermit auch gleichmäßige Steigungen auch ganz gut bauen kann. Oder auch mal tiefer gelegte oder höher gelegte Straßen, ohne dass es gleich zu Brücken oder Tunneln wird. Aber ja. Da muss ich einfach mal schauen. So, ich möchte gerade keine Straße bauen. Ich möchte aber wissen, wie das hier so... Ja, Green Street. Genau, weg da. Ah, komm. Ja. Und doch einige wirklich hier rüber. Wohin zu kommen, man weiß es nicht. Aber wie wir sehen, es gibt hier die LKW, die hier auch reinkommen und hier auf dem Parkplatz da drehen. Etliche. Wobei ich das jetzt nicht ganz verstehe, warum. Also die kommen ja hier offensichtlich nicht von hier und fahren hier links, sondern die fahren von hier aus links in die Stadt hinein, also in Großfischdorf, drehen hier auf dem Parkplatz, fahren hier wieder rum, um dann hier geradeaus rüber zu fahren. Haben wir hier irgendwie... Ja, hier darf es auch in alle Richtungen, also nicht nur geradeaus. Da haben wir hier hinten irgendeine komische Beschränkung. Jetzt glaube ich, dass die... Nee. Freie Spurwahl. Also man muss nicht zwangsläufig hier in die Stadt reinfahren, also in den östlichen Teil, um dann im westlichen Teil anzukommen. Das ist nicht notwendig, Jungs und Mädels. Er hier auch, ne? Wo möchtest du hin? Na gut, er möchte jetzt wirklich hier hin. Zur Drogerie 2.0. Ach, das ist die? Ja. Wo möchtest du jetzt hin? Er fährt sogar geradeaus. Weil du bist gerade abgebogen. Natürlich. Aber vielleicht wird es gerade etwas weniger. Dass ihr es doch mitbekommen, dass man hier auch rechts abbiegen darf und kann. Aber die fahren alle hier auf die linke Spur. Also hier ist zumindest gerade keiner mehr drauf. Mal gucken, was jetzt die ganzen Fahrzeuge hier machen. Ja, natürlich. Er fährt auch drauf. Das ergibt doch keinen Sinn, Jungs. Das ergibt doch absolut keinen Sinn. Warum machen die das? Deswegen brauchen die auch hier so Ewigkeiten, bis hier mal irgendwie... Oh, bauen noch drum. Bis da mal der Müll abgeholt wird. Weil die halt hier hinten nachher den Bogen fahren und dann stehen die ganzen Müllfahrzeuge, wie wir hier sehen, schön in Reihe und Glied und warten, dass man hier wieder links rüber kann.
Am besten nochmal über den Bahngang. Und da auch nochmal schön wartet. Aha, aber die fahren jetzt hier schon rechts. Also war hier irgendwas an der Stelle etwas verhunzt. Was ich aber nicht nachvollziehen kann jetzt. Warum? Weil die Spur war ja frei. War ja nicht nur geradeaus. Durfte man da überall hinfahren. Okay. Ich hoffe, wir haben uns jetzt hier so ein bisschen gefangen. Finanziell, wie aber auch mit... Oh, jemine. Ja, noch nicht so wirklich. Also zumindest wird hier wieder Gewerbe aufgebaut. Es scheint so, dass hier wieder etwas mehr hinkommt. Ja, hier bauen sie auch wieder neue Sachen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal ein kurzes Break machen und mal schauen, warum wir die Straßen nicht mehr haben. Einmal hier diese schönen Fußwege, an denen man auch bauen kann, weil das ist nämlich jetzt hier mich ja genauso. Das waren nämlich alles diese anderen Fußwege hier gewesen. Und warum wir die Autobahn nicht mehr haben. Ja, und da müssen wir das hier mal beobachten. Also im Endeffekt haben wir jetzt diesen Stau quasi nach hier hinten verlagert. Was aber dazu führt, dass wir hier vielleicht ein bisschen weniger haben und das Ganze hier ein bisschen besser genießen kann. Aber das werden wir weiterhin beobachten müssen. Also wir haben noch reichlich Aufgaben vor uns. In diesem Sinne, ja, schön. Sagen wir mal mit diesem Feuerchen hier auf Wiedersehen. Ich danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.